Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine französische Box für dich, denn die Blissim Box ist bei mir eingetroffen und das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Mai hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box habe ich im Abo, die erscheint monatlich, enthält Beauty-Produkte, müssten 5 Stück ungefähr sein und die kostet 17,90 € pro Box inklusive Versand und dieses Mal ist sie ein Boxendesign. Manchmal haben wir eine Tasche, manchmal haben wir einen Beutel, manchmal haben wir eine kleine Schublade. Dieses Mal ist es aber so ein sehr schönes Sonnen... Konnte man sich aussuchen, glaube ich, ne? Und ich habe mich für dieses Design entschieden. Das müsste dann ja quasi der Sonnenuntergang sein oder der Sonnenaufgang. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich für dieses Motiv entschieden. Es gab halt auch noch die andere Variante. Und manchmal kann man wählen, welches Produkt man lieber drin haben möchte. In diesem Fall konnte man sich das Design der Box auswählen. Ich denke, dass dann vielleicht auch das ein oder andere Produkt darauf abgestimmt sein könnte. Ich glaube, ich habe Sonnenuntergang oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Mensch, weiß ich gar nicht. Egal. Ist es Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Wenn das alles ist, ist es eigentlich Sonnenuntergang, ne? Ich laber. Okay, also wie gesagt, Boxendeckel habe ich entfernt. Wir haben hier in der Box meistens Produkte drin, die eine kleinere Größe sind, also eine Reisegröße zum Beispiel, aber sehr, sehr hochwertige Marken. Also der Boxenwert ist immer recht hoch, also angenehm, sage ich jetzt einfach mal. Immer höher natürlich als das, was du dafür bezahlt hast. Es ist aber eigentlich eher weniger, dass du halt so mega, mega, mega hohe Werte hast. Das heißt, es sind trotzdem Produkte, die man sich im Shop halt auch nachkaufen kann und wo sich das halt auch irgendwie finanziell für einen lohnt, sage ich mal. Ne? Schwer. Okay, also französische Box, die wirklich sehr französisch ist, denn selbst das Begleitheft ist auf Französisch. Letztes Mal habe ich euch das übersetzt, dieses Mal versuche ich es wieder frei. Lumière de Mai, also Lichter aus dem Mai ist die Edition, sage ich mal. C'est moi-ci, préparez-vous à mettre toutes vos sens en éveil. Also irgendwie sollst du alle deine Sinne auf das éveil, also auf das Schein wahrscheinlich richten. Les lueurs de Mai et ses premiers rayons de soleil estivaux à... Oh Gott, mittlerweile wird das Französisch hier drin ganz schön verrückt. Appelant à l'émerveillement quotidien. Mhm. Also irgendwas hat das auf jeden Fall mit Sonne und du sollst die Sonne erwarten und alles wird wundervoll. Senteur divine et solaire, texture veloutée, fard irisé, also irgendwas irisierendes, irgendwelche tollen Texturen, velouté. Ich weiß gar nicht, was Velouté heißt. Vielleicht so ein bisschen fluffig oder sowas. Und Divine et Solaire. Achso, Senteur Divine. Senteur ist Düfte, ne? Divine, sanfte Düfte. Irgendwas Sonnenmäßiges? Keine Ahnung. Votre Sélection de Produits va faire appel à tous vos sens. Also deine Auswahl der Produkte richten sich an all deine Sinne. Toucher, sentir, regarder, on vous promet une véritable haute ou nouvelle sensation et perception. Irgendwelche Oden an irgendwelche neuen Sensationen sollen da gemacht werden und du sollst zuhören, dich darauf irgendwie konzentrieren und zuschauen. Okay, läuft. Auch die Produktbeschreibungen sind immer auf Französisch, ist immer ein bisschen crazy. Ich glaube, das einzige Problematische bei dieser Boxengeschichte ist tatsächlich, dass du das nur auf Kreditkarte bezahlen kannst. Aber ich habe euch einen Link unten in die Infobox gesetzt. Das ist ein Freunde-Werben-Freunde-Code-Link, genau. Das heißt, ich verdiene daran ein paar Blissim-Points und damit kann ich dann in dem Blissim-Online-Shop einkaufen. Das ist immer mal wieder auch echt Rabatte sparen. Und wenn man das Abo hat, dann bekommt man sowieso die Preise ein bisschen vergünstigter. Ich glaube, 15% oder so kriegt man da generell auf den Shop. Und dann kann das sein, dass du halt teilweise diese Rabattaktion hast. Ab einem gewissen Bestellwert bekommst du dann irgendwie 50% Rabatt oder so. Mega krass. Okay, hier haben wir dann den Blick in die Box und wir sehen halt hoch... Direkt, die Produkte sind halt auch nicht wirklich geschützt. Also das ist immer so eine Sache, wir haben halt diesen Karton und außenrum zu ist halt wirklich ein ganz normaler Umkarton und das war's. Vielmehr sind die Produkte nicht geschützt. Das heißt, ich hatte auch schon das ein oder andere Mal ein Produkt mit dabei gehabt, was dann auch zerbrochen bei mir ankam. Aber die sind super kulant.
Als zum Beispiel, und das habe ich aktuell in Anwendung, eine Palette bei mir zerbrochen ankam. Und zwar war das eine hellere Variante von der hier, von der Maui-Palette. Da trage ich auch gerade den mega geilen Blush und den Highlighter. Das ist die Farbe Coral Blusher und Sunkissed Highlighter auf meinen, ne, Cheeks. Mega geil übrigens. Haben die mir einfach komplett eine neue Box geschickt. Also sehr, sehr kulant, sehr schöner Kundenservice. Also mir gefällt das richtig gut. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Produkt, was mir fast rausgeflogen ist. La Vie Neutral Eyeshadow Palette. Es ist eine neutrale Lidschattenpalette, die so ausschaut. Und ich weiß nicht, ob man, wenn man die andere Edition hatte, ich linse kurz hier mal rein. Nö, da ist auch nur eine abgebildet. Weiß ich nicht. Muss ich mal bei Unbox Butterfly Nicole gucken, ob die sich vielleicht die andere Version ausgewählt hat von der Box. Oh, mein Handy bimmelt. Oh, ja. Wir haben morgen einen Warnstreik, Leute. Deswegen, ich weiß gar nicht, kommt dieses Video vorher online? Ich hoffe nicht. Wobei mein Chef das dann auch nicht sehen wird, ne? Genau, und da wird gerade hin und her geschrieben, deswegen. Genau, so. Also in der Firma, ne? Weil Gewerkschaft und so weiter. Da geht gerade die Post ab bei den Gehaltsverhandlungen, Leute. Ich sage euch das bei den Tarifverhandlungen. Auf jeden Fall habe ich die Cella und gab scheinbar auch keine andere Farbe. Ich hätte nämlich gedacht, dass wenn man, ne, ich hatte es schon vermutet, wir haben immer irgendwie auch ein bisschen dekorative Kosmetik drin und es ist super, wenn ich mal einfach keine ganzen Sätze hier rede, ne? So. Ich hatte schon vermutet, dass wir irgendwie was an dekorativer Kosmetik drin haben, was gegebenenfalls auch auf die Box so abgestimmt ist. Denn meistens ist es thematisch schon sehr, sehr gut darauf abgestimmt. Und das ist ein Eyeshadow Quattro, aber es sind geile Farben. Also ich werde das auf jeden Fall verwenden für meine Full-Face-Beauty-Boxen aus Mai, denn das mache ich ja jeden Monat, dass ich da ein Schminki aus den ganzen Produkten, dekorative Kosmetik-Schminke, die in den Beauty-Boxen drin waren. Ich finde, die Fännchen haben wirklich eine annehmbare Größe. Die Palette ist sehr, sehr klein und handlich. Die könnte man theoretisch auch in die Handtasche reinpacken. Muss man halt nur wirklich damit so einer Luftpolsterfolie schützen, damit die nicht zerbricht. Und wenn man dann irgendwann nach Corona mal irgendwie so eine Afterwork-Party hat oder so, kann man die sich sicherlich drauf machen. Und das sind aber auch tolle Farben. Also wirklich ein heller, heller Ton für den Innenwinkel. Dann dieses Goldschimmer, was halt auch total in ist. Ich bin jetzt auch sehr, sehr vorsichtig reingegangen. Dann haben wir einen hellen, matten Ton, womit man so seine Lidfalte definieren kann und einen dunklen, matten Ton, um das nochmal außen ein bisschen zu verdunkeln und den unteren Wimpernkranz zu betonen. Und es hat eigentlich auch, wenn ich es so anfasse, eine recht gute Qualität. Ich switch mal die Töne. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht doll reingegangen, ne? Oh, aber die Schimmertöne, also es ist definitiv eine gute Alltagspalette. Und da wird keiner sagen, oh nee, die Farben, da traue ich mich nicht dran, die trage ich nicht oder sonst irgendwas. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, ne? Wir hatten auch schon mal, ich glaube, war das in dieser hier drin? Eine Sleek-Palette hatten wir mal dabei und so. Also, ne? Das ist definitiv eine Sache, die kann man gut tragen. Finde ich schön, doch. Ich packe das mal auch zurück in die Umverpackung. Wenn ich dann das Full-Face Beauty Boxen schminke, dann kann ich das nämlich auch nochmal zeigen. Finde ich schön. Und wie heißen die Töne? Femme Instincts, Dynamic und Vitality. Das passt halt auch, ne? Weiblich oder Frau, Instinkte, dynamisch und Vitalität. Das finde ich cool. Doch, ne? Etwas, was mich glücklich macht. Und dann habe ich etwas hier drin und ich weiß nicht, wer das letztens nochmal in die Kamera gehalten hat als eins seiner Beauty-Favoriten. Die, ne, Favoritenvideos werden jetzt ja irgendwie zum Ende des Monats oder jetzt ist ja Anfang des Monats immer mehr rauskommen. Das ist von The Body Shop Camomile, die Cleansing Butter. Und da haben wir 20 Milliliter drin. Und das finde ich klasse. Denn die habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht verwendet. Und ich stehe ja aktuell voll auf diese Abschmink-Balms. Und das ist ein Abschmink-Balm. Hat einen ganz zarten Duft, aber eher so nach frisch gewaschener Wäsche und weniger nach Kamillentee, sage ich mal. Und den werde ich ausprobieren. Genau, das finde ich echt nice. Cool. Kann ich den so hinstellen oder rollt er mir weg? Nein, er bleibt stehen. So, jetzt haben wir hier was von NYX drin, das hatte ich eben schon gesehen. Das ist jetzt auch sehr, sehr passend. Mai ist eigentlich eher so der Wonnemonat, also eigentlich müsste so langsam mal die Sonne rauskommen. Bei uns hat die sich aktuell gedacht, nö, nö, jetzt noch nicht. Es ist noch zu früh, wir lassen die Claudia mal warten. Also wirklich, ne, Richtung Muttertag, also Sonntag soll es wirklich warm werden, soll es wärmer werden am Wochenende. Aber jetzt in der Woche, wir haben Regen, Hagel, Schiedwetter, teilweise waagerechten Regen, weil so krasser Wind abgeht. Und hier haben wir NYX Sun. Das ist eine Refreshing Aftersun-Lotion mit 50 Millilitern. Das ist für das Gesicht, den Körper
Ja, Face and Body, Gesicht und Körper, ne? Und das finde ich sehr praktisch, mag ich, gefällt mir, werde ich verwenden, ne? Sowas brauche ich halt auch, weil ich viel draußen bin, viel dann auch direkt mit der Sonne in Kontakt komme. Natürlich schmiere ich mich ein, ich creme mich ein, aber trotzdem brauche ich immer sowas, ne? Weil ansonsten sehe ich am nächsten Tag aus wie ein Krebs, beziehungsweise meine Haut spannt und tut weh, weil ich halt ja auch noch zudem, dass ich sehr blass bin, sehr trockene Haut habe. Deswegen finde ich das klasse. Hier habe ich jetzt etwas drin, was mir bekannt vorkommt, auf jeden Fall vom Packaging her, weil wir hatten sowas mal in Rosa mit dabei. Das hier ist Blonde Angel Kevin Murphy Color Enhancing Treatment for Blonde Hair. Und das sind 40 Milliliter. Finde ich klasse, denn ich habe blonde Haare. Ja, und das machst du dir dann in die Haare. Ich weiß nicht, ist das eine Haarkur oder was ist das dann? Müssen wir mal gucken. Ich schau mal, ob ich das verstehe, was hier drin steht. Manchmal verstehe ich das ja, ne? Ich hatte ja vor einer Weile Französisch in der Schule. Avia toutes les blondes, voilà, l'après-shampooing que vous faut. Okay, das ist quasi, nachdem du das... Achso, dann wahrscheinlich so ein Après-shampooing, also nachdem... Also eine Spülung, oder? Ce qui fait... How to. Appliquer sur cheveux humides après votre shampooing. Laissez 5 Minuten drin. Laissez 5 Minuten drin und dann raus damit. Ja, genau. Also das ist wie eine Haarkur. Genau, also das lässt du 5 Minuten einwirken, kannst du in der Zeit die Beine rasieren, den Körper peelen oder sonst irgendwas. Das finde ich cool, denn ich habe öfters das Problem, gerade so Richtung Sommer. Ich meine, ja, sieht schön aus, ne? Aber wenn Sonne halt drauf knallt, dann werden meine Haare halt heller. Was schön aussieht, wie gesagt, aber es hat natürlich auch einen Grund, nämlich die Sonneneinstrahlung und Schädigung meiner Haare im Prinzip, ne? Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man da so ein bisschen dem helfen kann. Also im Sommer, oh, brauchen meine Haare sehr viel Pflege. Okay, das ist dann wahrscheinlich eher so ein für koloriertes Haar, oder? Weil das so ein Silbershampoo ist. Oh, oh, dass du halt keinen grünen oder Gelbstich reinbekommst. Riecht wie im Friseurbedarfladen. Sehr intensiv. Da habe ich jetzt aber trotzdem ein bisschen Angst vor. Wobei, ach komm, was soll ich denn da kaputt machen? Gut, ich könnte lila Haare kriegen, ne? Aber wen stört das schon bei Corona? Ich weiß nicht. Ja, mal gucken, ne? Kann man mal ausprobieren. So, und als letztes habe ich hier mit drin, oh geil, von O-O-Lution No Stretch Creme Anti, hier eine Stretch Marks Cream. Geil, 100% natürlichen Ursprungs und die soll hydralisieren, reparieren, beschützen. Das finde ich ja geil. Wie viel Milliliter haben wir hier jetzt drin? Habe ich das gerade vorgelesen und wieder vergessen, weil ich mir selber nicht zugehört habe. Läuft bei mir. 50 Milliliter sind hier drin. Leute, ich habe diese Stretch Marks, so nennt man das ja, ne? Das ist ja, also Schwangerschaftsstreifen auf Deutsch, obwohl ich ja nie schwanger war. Wachstumsfugen, Streifen, also an den Oberschenkelinnenseiten, an meinen Hupis auch ein bisschen, an meinen Beckenseiten, so Hüftseite habe ich das auch. Also ich habe das schon nur am Körper irgendwie überall. Damals waren die lila, mittlerweile bin ich 31, bald 32 und da sind die schon weitestgehend verblasst. Aber trotzdem hat man ja noch diese Risse in der Haut und die brauchen immer eine ganz besondere Pflege. Da hatte ich letztens auch in der Box was drin, habe ich mir auch drauf gemacht. Es hat sich sehr pflegend angefühlt. Ich habe jetzt so keinen Effekt gesehen, ne? Ich mache mir auch gerne von Freiöl diese Schwangerschaftsöle tatsächlich drauf. Und das hier ist jetzt wirklich dafür, finde ich geil. Werde ich direkt mit ins Badezimmer nehmen und dann auch jeden Abend jetzt drauf machen, bevor ich mich ganz normal eincreme, sage ich jetzt. Das ist halt so eine, ja, Creme, ne? Ist halt keine Lotion. Riecht so nach nichts, aber ich glaube, das war jetzt auch ohne Parfümstoff und so ein Kram. Also die ist eher fest, aber sehr pflegend. Nee, mit ganz, ganz viel Fantasie riecht die nach frisch irgendwas. Das ist eine gepflegte Hand. Sieht sie nicht wunderschön aus? Geht so. Doch, aber das gefällt mir. Das finde ich toll. Also, weil du natürlich jetzt auch im Mai, so Richtung Sommer, wie auch immer, ein bisschen mehr Bein, ein bisschen mehr Haut zeigst. Und das gibt vielleicht auch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein. Ich weiß es nicht. Ich finde das schön. Kein Palmöl, Animo, non testé sur Animo, also quasi nicht an Tieren getestet. Hier steht es auf Englisch auch nochmal drauf. Keine toxischen oder unnötigen Inhaltsstoffe, kein Palmöl. Cruelty-free und vegan. Das finde ich echt nice. Und das ist eine französische Marke. Cool. Also das waren jetzt die
5 Produkte, die sich in der Box befunden haben und mir hat die Box wieder gefallen. Das sind alles Produkte, wo ich sage, ja, die werde ich alle behalten, die werde ich alle verwenden. Und das finde ich halt an der Blissim Box sehr, sehr charmant. Also wir haben ja auch einfach mal so sehr, sehr durch, ich dopple so die Wörter, es tut mir leid, sehr durchdachte Inhalte von den Boxen. Die halt dann auch thematisch sehr gut passen. Mag daran liegen, dass es auch wirklich eine Box ist, die jetzt nicht so riesengroß ist, sondern halt wirklich eher eine etwas kleinere Firma. Aber ich finde das Ganze sehr sympathisch und deswegen lege ich euch das wirklich ans Herz und kann es wirklich empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, alles dazu unten in der Infobox. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. meinen schönsten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!